Yo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Was geht ab? Heute sind wir hier live nach der Apple Keynote zusammen mit Jonas. Was geht? Moin! Und wir dachten, dass wir uns einfach ein bisschen über die Keynote austauschen. Wir haben das Ganze hier verfolgt und haben jetzt so ein paar Sachen, die uns einfach so auf dem Herzen liegen. Deswegen, wie war dein Gesamteindruck, Jonas? Was sagst du? Boah, ich muss sagen, also neben den Punkten, die nicht so gut waren, gab es aber auch echt viel, was super spannend war. Angefangen bei diesem Capture-Button. Ja. Wie cool ist der bitte? Mich hat vor allem überrascht, dass der halt im iPhone 16 auch war. Also das ist krass. Echt cool. Ich weiß nicht, im 16 Pro habe ich mir so ein bisschen noch weitere Features gewünscht. Also nicht nur Kameras, war so ein bisschen insgeheim die Hoffnung. Aber der war sehr krass. Ich finde vor allem cool, wie sie es irgendwie, also in der Keynote sah es richtig nice aus, mit den Gesten, dass man darüber dann so wirklich sich einmal durch die ganzen Kamerafunktionen durchklicken kann. Ja. Ich hoffe mal, das funktioniert in echt dann auch so gut und mit dem haptischen Feedback. Ich meine, beim MacBook klappt es ja auch richtig gut. Ja, safe. Ich glaube auch, dass Apple das schon gut umsetzt. Es ist auch so ein bisschen, man hat so ein bisschen während der Keynote gesehen, okay, wie sie die Animationen gemacht haben, wie man es bedient, ist es schon so Apple-like. Was ich persönlich noch ziemlich krass fand, ich weiß nicht, womit ich gar nicht gerechnet hätte, aber Apple Watch 10, mega geil. Ja, ne? Ja. Also ich fand auch... Vor allem, weil da die Gerüchte auch so ein bisschen waren, so ja, großes neues Design oder irgendwie dieses Jahr doch nicht so. Ja. Aber ich finde das Design von der Apple Watch, das ist schön. Ja. Das ist eine coole Uhr, so die hat ein ikonisches Design. Und jetzt einfach noch mal ein bisschen dünner. Ja. Also ich fand auch, sie haben es richtig gut gemacht. Ich glaube, so dieses krasse Apple Watch X Redesign, wo sie so alles komplett über den Haufen werfen, das wäre wahrscheinlich irgendwie zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ja. Also ich hätte es selber sehr krass gefeiert. Ja. Aber du bist jetzt halt irgendwie bei der Apple Watch noch da, wo sie hergekommen ist. Und es ist schon nice. Mhm. Und ich glaube, das ist so... Ich glaube halt für alle anderen, die irgendwie ein bisschen ein anderes Design wollen, für die ist dann halt die Ultra. Ja, genau. Für die ist ja so ein bisschen dieses kantigere Design, aber trotzdem eine Designsprache. Ja. Wobei ich sagen muss, die neue Apple Watch Ultra ist für mich persönlich wahrscheinlich eher was für deinen Channel. Wir haben bei Jonas auch ein Video gemacht, wo wir sozusagen über die Highlights hier und die Lowlights bei Jonas so ein bisschen geredet haben, was bei der Keynote vielleicht nicht ganz so nice war. Mhm. Ich glaube, da passt es eher. Ja, ne? Ja, safe. Was war sonst noch so für dich, wo du gesagt hättest, okay, Keynote war so beim Angucken, was hat dir noch gefallen? Boah, ich fand die AirPods noch cool. Also die AirPods 4. Okay, welche? Ja, ja. Ganz speziell die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung. Okay, krass. Ich check zwar überhaupt nicht, warum die das in zwei Geräte unterteilt haben. Das finde ich auch ein bisschen kacke. Ja, also macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Aber dass man jetzt die Möglichkeit hat, auch in einem AirPods-Design, das jetzt nicht diese Silikonaufsätze hat, weil ich finde die cool, aber nicht jeder findet die cool. So, da ist es geil, dass man jetzt trotzdem Geräuschunterdrückung hat, den Transparenzmodus. Ja. Und bei den AirPods Pro einfach als kostenloses Update, das darf man auch nicht vergessen, hat man jetzt basically Hörgeräte, ne? Hä? Also ich fand dieses ganze Thema mit dem Hörgerät und mit dem Hörtest, das sind ja Funktionen, die hätte man auch easy mal als AirPods Pro 3 verkaufen können. Ja, safe. Aber einfach so als Update für die AirPods so bestehen, das fand ich cool. Ja. Also irgendwie so, die AirPods waren allgemein so ein ziemlich wichtiges Thema. Ja. Was ich auch interessant fand, die haben ja irgendwie auch gesagt, sie haben nochmal viel mehr Ohren getestet, weil ich kenne auch viele, die AirPods 3 hatten und beiden, die waren übel unbequem. Mhm. Wie war es bei dir? Ich fand sie okay, aber ich mochte die mit Silikon immer mehr. Mhm. Jetzt haben sie ja nochmal die Form angepasst. Mhm. Das ist nice und sie haben ja generell einfach so ein bisschen viel gemacht. Und was ich, wie gesagt, auch gar nicht wusste, dass die AirPods Pro, also das Software-Update ist, ist crazy, ne? Ja, ist schon geil. Und ich dachte aber auch bei den AirPods Pro, ich habe mich immer gefragt, beim Transparenzmodus, der ist manchmal so gut, dass es sich so anhört, als würde man besser hören, weil es die Umgebungsgeräusche dann so verstärkt und so. Da habe ich mir schon gedacht, dass sowas vielleicht irgendwann kommen könnte, aber ist natürlich nice. Was man bei Highlights, finde ich, auch noch ganz klar anmerken muss, die AirPods Max waren, ich finde die so krass. Mhm. Also ich weiß es nicht, wie du die, aber ich war direkt so, oh mein Gott, Alter, die waren richtig, richtig geil. Dieser Blauton, den finde ich nice. Jo, dieses Blau-Grauen. Das ist geil. Aber also das ist genau der richtige Farbton für so ein Alu-Gehäuse. Ja, ja, safe. Oh, und apropos Alu-Gehäuse, wie geil ist das Jet Black-Gehäuse von der Apple Watch? Ja, ist krass, ne? Also weil hochglanzpoliertes Alu, bin ich richtig hyped drauf. Ja, ja, ist krass. Ich finde auch die Farbe von der Apple Watch Ultra 2, die kann man ja... Kann man ja auch hervorheben, ne? Ist auch richtig geil. Ja, also farbtechnisch. Ich glaube, wir sind da halt so, weil wir eben auch
so überzeugt und uns leicht faszinieren lassen von so Sachen. Da kommt irgendwie eine neue iPhone-Farbe. Ja. Da, ich finde auch so die iPhone 16, also vom normalen iPhone 16, die Farben richtig geil. Die poppen aber richtig raus. Ne? Ich fand auch alleine in der Keynote richtig schön zu sehen, diese Animation und dann auch der Werbespot, der so ein bisschen auf das alte iPod-Design, jo, so geil gemacht. Dieses richtige Classic-Design darauf so abging. Und ich fand jetzt auch die neuen iPhone-Farben, die haben so ein bisschen was vom iPod Nano. Ja, voll. Für den gab es ja auch so einen bunten Farben und es hätten zwar noch mehr Farben sein können, aber safe. Ich finde das Blaue geil, das Grün ist geil. Ja, man darf sich halt komplett. Man darf sich halt, finde ich, nicht so von den Farben blenden lassen, weil die AirPods Max an sich, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein geiles Update ist, aber die Farben sind halt krass. Die haben halt nur USB-C bekommen. Ja, genau. Das war's. Ja, ja, ja. Man auch mehr machen können. Ja, man muss da schon aufpassen, aber ich glaube so, was für mich auch, glaube ich, von der ganzen Kino so das größte Highlight war, war tatsächlich das iPhone 16 an sich. Er hat zwar 60 Hertz, das ist natürlich immer noch nach wie vor für den Preis, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber an sich, das Handy als solches, es hat die ganzen KI-Funktionen, es hat die Filter, die du bei dem neuen Capture-Button dann auch bekommst. Hier ist gerade eine Fliege. ja, und sonst, ich finde das Gerät sehr, sehr stimmig. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der Akku relativ gut ist. Und an sich, ne, ich bin da sehr überzeugt. Also ich finde es fast... Ich finde dieses Jahr... Das normale schon geiler ist, also das ist das, klar, technisch gesehen ist das Pro das geilere, aber eigentlich so das geilere Update hat das 16er bekommen, das normale. Ja, ich glaube, also wenn du jetzt dich festlegen müsstest, dein Highlight, dein Favorite Feature. Mein Highlight. Ich finde, beim Pro gab es jetzt nicht so ultra viel. Oder hast du da noch irgendwas, wo du sagen würdest, let's go? Allgemeines Kamerasystem, würde ich sagen. Ja. Weil beim 15 Pro finde ich das schon sehr geil. Ich habe das auch bei mir in vielen Videos oder für verschiedene Projekte benutzt. Gerade ProRes Lock, das ist der Game Changer. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, auch wenn es nur extern ist, aber 4K 120 in ProRes Lock aufzunehmen, okay. Ja, ist schon heftig. Und dann noch die neue Ultraweitwinkelkamera, allgemein die neue Bildverarbeitung. So. Also am Ende, das, was ich schon jetzt super gerne benutze, ist halt noch ein Stück besser geworden. Geiler, so. Insgesamt wahrscheinlich eher so eine Keynote, die nicht ganz so krass war, oder? Was würdest du sagen, Skala 1 bis 10? Ich würde sagen, vielleicht so eine 6 bis 7. Eine 7 ist gut, eine 7. Ja, safe. Ich glaube, wir haben das Wichtigste sind wir losgeworden. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Teil 2 gibt es bei Jonas. Vielen Dank, dass du hier wieder mit am Start warst. Ja, danke, dass ich mal wieder dabei bin. Lange ist es her, also dass wir ein Video zusammen gemacht haben, ist wirklich gefühlt eine Ewigkeit her. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut bei Jonas vorbei. Bis dahin, ciao. Ciao.